Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Ralf Menge. Gleicher. Menge. Reinhard Häfner. Donner. Der Sommer. Thorsten Gütschow. Riedel. Dixi Donner. Ulf Kirsten. Ulf Kirsten. Dann aber auch Stübner. Ganzerra. Hans-Jürgen Kreise. Reinhard Häfner. Kirsten. Ralf Menge. Menge. Ja, und Gütschow zum Beispiel noch. Donner. Dixi Donner. Naja, Dixi Donner sicherlich in den meisten Spielen, auch nationalmannschaftmäßig und so weiter, denke ich schon Dixi Donner auf jeden Fall. Wir befinden uns hier bei der Firma Eastprint in Dresden im Messegelände und hier seht ihr jetzt gerade eben den wunderbaren Druck Klaus Sammer. Das ist sogar eine Breite, sage ich jetzt mal, von 2,50 Meter mal 5 Meter und das wird gedruckt im Digitaldruckmodus an einer Durstmaschine mit Maximalbreite von 3,20 Meter. Ja, das Material ist jetzt nicht unbedingt speziell, wird aber viel verwendet, ist für den Außenbereich geeignet. Und ist wetterbeständig. Durch die UV-Lampen wird natürlich die UV-Tinte gehärtet. Das heißt, wir haben nach dem Druckprozess können wir das sofort weiterverarbeiten und können es natürlich sofort draußen anhängen. Somit haben wir im Digitalprozess natürlich eine schnellere Möglichkeit, das Ganze umzusetzen, wie vielleicht in anderen Druckprozessen. Aber es ist immer wieder schön, wenn man einen Auftrag hat von Dynamo Dresden und das Feedback dann von Menschen sieht oder selbst im Stadion hängen sieht, was man produziert hat. Das kommt natürlich nicht tagtäglich zustande. Bei uns im Büro reißen sich die Mitarbeiter um Aufträge im Stadion, muss man wirklich so sagen. Ja, wir haben in geheimer Mission einen Auftrag bekommen, der sich nennt Ehrenspielführer Plakate zu installieren und daraufhin installieren wir jetzt hier die Rahmen, was dann am Sonntag auch enthüllt werden soll. Soweit ich weiß, sollen 8 reinkommen, 2 bleiben noch frei, auf jeder Seite einer und ja, ich bin selber gespannt auf Sonntag. Aufgrund der Tribüne haben wir eben nicht die Möglichkeit, hier mit einem Gerüst oder mit einem Hubsteiger zu arbeiten, dadurch, dass die Sitze mehr oder weniger im Weg sind. Und wir haben allerdings aufgrund der Dachkonstruktion natürlich die guten Voraussetzungen von Stahlträgern, die wir als Anschlagpunkte nutzen, wo wir unsere Seile festmachen können und dadurch natürlich eine schnelle und effektive Montage von den Rahmen durchführen können. Wir haben natürlich auch Baustellen, die gehen weit über 150 Meter. Hier sind es nur 10 Meter, was das Spannende bei der ganzen Sache ist. Wir bewegen natürlich auch ordentlich Gewicht, also so ein Rahmen ist nicht wirklich leicht, sondern der muss natürlich nach oben gebracht werden und einen Kran haben wir nicht. Bedeutet, wir ziehen alles mit Seilen hoch und zwar genau an denen, wo wir auch dranhängen. Sie erklären mir jetzt, was Dynamo und Tradition ist. Dynamo und Tradition, schwarz-gelb. Herzensangelegenheit. Meister der DDR. Europacup-Spieler, das der Verein schon ziemlich lange besteht. 90er Aufstieg, erste Liga. Ja, auf jeden Fall die Fans, die seit Jahren treu dazu sind. Vor 35 Jahren war ich das erste Mal im Stadion in Silvan gesehen. Fällt mir das als erstes ein. Länger als 40 Jahre gehe ich schon zu Dynamo. Das war so mein erstes Spiel 1991 in der ersten Bundesliga. Und das ist für mich Dynamo-Tradition. Schöne Europapokalspiele gegen Bayern. Der Dresdner Kreisel war eine Spitze. Ja, lange ist her. Wir wollen es mal wieder erleben. Vielleicht klappt es ja in den nächsten 2 Jahren mal mit dem Aufstieg. Und dann ist natürlich das eine große Zukunft. Liebe Fußballfreunde, heute ist ein ganz besonderer Anlass. Tradition ist etwas, was man über viele Generationen lebt. Wir sind stolz, ein Traditionsverein zu sein und deswegen leben wir auch unsere Tradition bereits seit vielen Jahren. Also in unserem Verein steckt eine unwahrscheinliche dynamische Kraft und ich denke, wir sollten sowas immer unterstützen, wenn es darum geht, unsere Tradition zu erhalten. Wir sind ja stolz darauf, dass wir ein Traditionsverein sind und dann muss man die Tradition auch pflegen. Das haben wir begonnen
zum 60. Geburtstag, in dem wir die ersten 5 Ehrenspielführer ernannt haben. Das haben wir fortgesetzt und wir wollen das natürlich auch nach außen dokumentieren. Und wir wollen das auch mit den Ehrenspielführern gemeinsam leben. Denn Tradition gehört bei uns dazu und wir müssen aufpassen, dass Tradition im Fußball nicht immer seltener wird. Aus diesem Grund möchten wir, dass Sie einen ständigen Platz im Herzen unseres Vereins bekommen. Unsere aktive Fanszene hat sich dazu was Besonderes ausgedacht. Ja, entstanden ist die eigentlich nach dem ja leider traurigen Dahinscheiden unseres Ehrenspielführers Reinhard Häfner. Ja, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man eben Tradition spürbar und greifbar machen, Tradition beleben und das auch den Leuten hier im Stadion nahebringen. Das ist also die Ursache oder der Auslöser dafür, dass wir heute hier stehen mit dem ersten Dresdner Traditionstag. Letztendlich haben wir eine Ehrenspielführergalerie ins Leben gerufen, die oben auf der Haupttribüne installiert wird, wo alle 8 bisherigen Ehrenspielführer verewigt sind. Ja, also wir haben eine ganz tolle aktive Fanszene, das ist so, die immer wieder neue Ideen einbringt, auch das Vereinsleben mit zu gestalten. Ich denke, das war heute ein Höhepunkt. Wir durften auf dem Spielfeld stehen und das miterleben, wie die Ehrenspielführer dort gezeigt wurden. Das war einfach Gänsehaut. Und ich denke auch unsere Ehrenspielführer, denen hat das sehr gut gefallen und sie hatten mal wieder dieses Gänsehaut-Feeling, so wie in den vergangenen Jahren. Doch, schon überrascht, weil es war ja in der Vergangenheit nicht so üblich, dass die hier irgendwann mal irgendwelche Spuren hinterlassen haben, so geehrt wurden, beziehungsweise auch immer wieder mit einbezogen wurden in das Clubgeschehen. Das finde ich schon eine schöne Sache. Ich bin seit 65 dabei bei Dynamo und habe die ganze Entwicklung gesehen. Und ich würde denken, das ist wirklich eine Auszeichnung, das ist wirklich eine Ehrung. Da möchte ich mich bedanken. Ja, es war eine große Überraschung. Bin sehr froh. Es war sehr schön. Ja, bin mächtig stolz und überwältigt von dieser Aktion. Freue mich sehr und ja, wie Marc schon gesagt hatte, denke, mein Vati hätte das gerne miterlebt. Aber ich bin mir sicher, er schaut vom Himmel zu und freut sich mit. Ein ganz großes Dankeschön natürlich erstmal an unseren Verein, die SG Dynamo Dresden. Zweiter großer Dank an Feldschlösschen, die ja wirklich aktiv mitgewirkt haben. Dritter Dank natürlich an die Stadion Dresden Projektgesellschaft, an Verticalis und natürlich an die Firma Eastprint, die eben diese Ehrenspielführer-Galerie mit installiert hat. Aber die Idee zum heutigen Traditionstag kam letztlich aus der Fanszene. Ja, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Sie machen Choreografien, sie machen diese Geschichte. Deswegen bin ich heute hier. Und das gefällt mir hervorragend. Und die spornen die Mannschaft an. Ja, das ist, macht den Verein aus, diese Aktion ins Leben zu rufen, von seitens von der Organisation von Dynamo, also auch die aktive Fanszene, ist es gigantisch. Ich denke, dass auf viele Traditionstage folgen oder hoffe, dass viele solche Traditionstage folgen. Und ja, wie gesagt, bin echt sehr, sehr stolz, dass mein Vati hier Ehrenspielführer ist von diesem großartigen Verein.